Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zur ersten Folge unseres neuen Podcast-Formats Lösungen. Denn wie ihr auch immer wieder schreibt, wir brauchen Lösungen, Lösungen, Lösungen. Wir wissen ja jetzt schon irgendwie, was los ist, aber wie kann man denn die Welt auch zum Positiven verändern? Und zu diesem Thema habe ich heute die Alexandra im Podcast eingeladen und sie hat eine sehr interessante Initiative. Alexandra, schön, dass du da bist. Ja, hallo, guten Abend, guten Abend. Guten Abend, du hast eine Telegram-Gruppe, die heißt Café to Sit. Kannst du uns mal ganz kurz die Idee dieser Gruppe schildern? Ja, die Idee war die, dass ich gerne mal mit Fahrrad unterwegs bin, fahre irgendwo hin, trinke kurz Kaffee, fahre wieder zurück oder wir wandern auch gerne und sind unterwegs. Und das ging ja dann gar nicht mehr. Wir wussten auch nicht mehr, sonst Nachbarort zu fahren war auch nicht mehr. Man hat auch nicht überall seine Freunde sitzen. Und dann habe ich gedacht, ach, biet doch einfach den Leuten, die du kennst, deine eigene Terrasse an. Die liegt bei uns offen, da kann man, also muss man nicht durchs Gartentor oder irgendwas durch. Und also dann können die doch vorbeikommen. Die Resonanz war dann, dass viele gemeint haben, ja, Mensch, toll, du kannst doch zu mir kommen. Na, ich habe gedacht, wenn doch von unserem Bekanntenkreis schon ein paar dabei sind, die es gerne machen, dann gibt es da sicherlich noch mehr. Und dabei ist diese komische Konstellation Café to Sit entstanden, weil ich dann darüber nachgedacht habe, wie Sprache nicht da zusammenmische. Aber das aus dem Coffee to Go haben wir es umgedreht und haben es dann noch ein bisschen ins Französische verwandelt, was mittlerweile auch ganz gut so ist. Mhm. Ja, jetzt ist es so, dass wir fast 250 Cafés in Deutschland haben, private Cafés, private Personen, die ihre Wohnzimmer, Terrassen, was auch immer anbieten, ihre Gärten, ihre Schrebergärten, ihren Wohnwagen, um Menschen aufzunehmen und denen Kaffee, gute Gespräche, auch mal ein Essen anzubieten. Mhm. Was muss ich so haben als jemand, der das anbieten möchte? Natürlich irgendwie einen Platz, aber prüft ihr das irgendwie, wenn jetzt jemand irgendwas anbietet, dass man da so eine Art Mindestausstattung haben muss? Nein, nein. Also ich habe ganz viele Anfragen gehabt von Personen, die gesagt haben, ich habe keine Terrasse, ich habe keinen Balkon, können wir das trotzdem irgendwie machen? Mhm. Sind dann einfach zu sich direkt reingegangen, und so, dann gibt es halt im Sommer keinen Außensitz, sondern dann sitzen wir bei mir am Fenster, in der Küche, im Esszimmer, im Wohnzimmer, sonstiges. Ich denke, man braucht seine eigenen vier Wände oder seinen eigenen Garten. Wie gesagt, einer hat, glaube ich, sogar einen Schrebergarten angeboten, wo man sich treffen kann. Das Wichtigste ist, dass die Menschen sich vernetzen sollen und nicht, dass wir jetzt fordern, die müssen jetzt eine Wohnung haben. Mhm. Wichtig ist, kommt man da einfach hin und klingelt da einfach bei jemandem in der Privatwohnung und dann kann man da einen Kaffee trinken. Da muss es doch. Nein. Nein, so einfach ist es nicht. Mhm. Also die Cafés sind alle anonym dargestellt in Telegram. Das heißt, das Einzige, was zu finden ist, ist der Benutzername und der Wohnort. Aber sonst ist nichts von den Personen freigegeben. Mhm. Die Personen werden kontaktiert, weil wir sind alle Privatpersonen. Viele haben einen Job, Familie, sonstiges. Da können wir natürlich nicht einfach so sagen, kommt einfach spontan vorbei. Ja. Man muss schon einen Termin vereinbaren. Es klappt auch mal spontan. Aber prinzipiell ist schon ein bisschen mit Vorlauf ganz gut, wenn man zumindest weiß, es kommt morgen jemand oder nächste Woche, wie auch immer das geplant werden soll. Wir haben welche, die planen einmal im Monat einen großen Brunch. Das ist auch die Möglichkeit. Spontan, glaube ich, klappt es bei vielen nicht ganz so gut. Mhm, ja. Wie ist es so mit der Beteiligung, gerade wenn es jetzt so was Größeres ist, ein Brunch, bringt jeder was mit oder entschädigen die Leute oder laden eben die Gastgeber ein? Alles Mögliche. Es ist alle für jeden was dabei. Wir haben Menschen dabei, die sagen, ich möchte die Leute einfach nur bewirten. Ich bin froh, dass sie da sind. Ich finde das super toll. Mir ist es auch mit den Kosten egal. Wenn jetzt Freunde da sind zu Besuch, verlange ich auch kein Geld von denen. Und meistens sind es auch nicht, ich glaube mal mehr als 2-3 Paare sind es dann auch nicht, wo zu Besuch sind. Mhm. Und dann ist es denen auch so recht. Jetzt gibt es aber auch die Personengruppe, die sich das einfach nicht leisten kann, die trotzdem die Gesellschaft möchte. Und ich glaube, manche haben einfach so Spendenkästchen aufgestellt. Wenn jemand was geben möchte, soll das machen oder auch nicht. Das ist jedem freigestellt.
Und die andere Variante ist die zu sagen, okay, gerne, oh, wir machen Kaffee, super, bringt ihr Kuchen mit oder bringt ihr einen Salat mit zum Essen, irgendwas, dass man auch was selber beisteuert. Und das wird auch bei dem Brunch, glaube ich, angeboten. Wobei mir schon ganz viele Gäste gesagt haben, sie fühlen sich sehr unwohl, wenn sie gar nichts geben können. Also das ist denen auch nicht ganz so recht. Und ich glaube, da ist es schon gut, wenn man denen eine gewisse Möglichkeit bietet, sich zu revanchieren. Ich habe Erfahrung gemacht, dass die Leute sich revanchieren, indem sie einfach mit eine Gegeneinladung schicken und sagen, nächste Woche kommst du mir oder in 2 Wochen oder in 3 Wochen, irgendwann ergibt sich's. Gibt es irgendwelche Erfahrungsberichte? Du hast gesagt, die Menschen wenden sich ja dann auch an dich, aber dass du davon erfahren hast, was gut funktioniert hat, ob vielleicht auch was weiteres daraus entstanden ist oder vielleicht auch sogar negative Erfahrungsberichte? Also es ist viel positives Feedback. Wir sind ja mittlerweile ein richtiges Team geworden, weil wir verschiedene Länder auch haben. Und eine Kaffeebesitzerin ganz am Anfang kam zu mir und hat gesagt, sie möchte gerne Chatgruppe der Kaffeebesitzer machen und hat mich da hat arg drauf gedrängt, dass sie das tun möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, super, machen wir dann. Dann managt sie das. Und das ist die Katharina, die macht bei uns diese Gruppe. Und da geht natürlich ganz viel Positives und Negatives auch ein. Also wenn was Negatives ist, aber viel, viel positive Energie, viel positive Rückmeldungen, wenn wieder Besuch da war, wie das gelaufen ist. Da sind wir sehr dankbar, dass wir diese Gruppe haben, wo die Menschen sich auch austauschen können. Da kommt aber auch mal vor, dass zum Beispiel wir wieder alle von einer ganz hübschen Frau oder einem ganz hübschen Mann kontaktiert wurden und sich irgendwann rausstellt, dass das ein Fake ist. Da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. Okay, ja. Gut, vielleicht gibt es da immer natürlich auch die Möglichkeit, da sich ein bisschen persönlich eben abzusichern, dass man da eben nicht ja, in so eine ungute Situation kommt. Wie ist es denn mit der Übersichtlichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland irgendwo herumreise und ich komme in eine Stadt, finde ich dann auf dem Kanal das oder muss ich alles durchscrollen, durchsuchen? Nein, ein bisschen Mühe müssen sich die Gäste schon geben. Also so ganz einfach, Klick, Klack, wie wir es gerne hätten, geht es nicht. Wir haben eine Übersichtskarte und da sind alle Cafés mit Pins angezeigt. Und wenn man auf den entsprechenden Pin geht, wird die Postleitzahl angezeigt und über die Postleitzahl oder den Ort sucht man dann im Telegram-Kanal. Und da kann man sich, also mittlerweile ist es gut möglich, ich glaube mal so einen 3-wöchigen Urlaub durch Deutschland querbeet alle Cafés abzuklappern, während du die. Okay. Und hast du etwas gehört, sozusagen, dass sich Menschen regelmäßiger treffen, dass daraus vielleicht Freundschaften oder Vernetzungen entstanden sind? Ja. Das höre ich immer wieder und habe es auch am eigenen Leib erfahren. Also gerade die Katharina zum Beispiel, eine der ersten Cafés. Wir haben uns jetzt schon mehrfach gegenseitig besucht. Wir sind super gut miteinander vernetzt. Und auch einige Cafébesucher, die kein eigenes Café haben, ich sage immer, die sind bei uns hängen geblieben. Also bei uns ist zum Beispiel daraus schon eine Wandergruppe entstanden. Wir sehen uns auf Demos regelmäßig. Ganz viel, wo sich die Menschen wieder treffen können. Also das war zu dem Zeitpunkt, wo wir den Kanal gemacht haben, war das ja gar nicht. Da sind die Leute gekommen und gesagt, ich bin allein, meine ganze Familie wendet sich gegen mich, ich habe niemanden, der lässt sich austauscht mit mir. Und hier finden wir doch zueinander und können uns wieder treffen mit den Menschen, die ähnliche Gesinnungen haben. Ist es denn auch schon mal vorgekommen, dass jemand, der jetzt vielleicht nicht so kritisch dem Narrativ gegenüber ist, dem Offiziellen, dass der auch dahin gefunden hat, dass vielleicht sich das mal angucken wollte? Oder gibt es auch die Möglichkeit, diese Menschen vielleicht nochmal auch einzuladen und zu sagen, hey, egal wie du über die Dinge denkst, du bist hier willkommen? Wir haben unterschiedliche Gesinnungen. Wir haben ganz sicherlich Cafés, die das ablehnen, aber wir erleben ja selbst eine Ausgrenzung. Deswegen sehe ich es so, ich möchte nicht ausgrenzen. Ich frage auch nicht danach. Also man merkt ja auch die Gesinnung, ob die passt oder nicht. Ich telefoniere auch mit allen vorher. Also es gibt immer einen Grund, warum ich jemanden anrufen muss. Und gerade wenn ich die Menschen nicht kenne, möchte ich noch mal kurz mit denen vorher gesprochen haben, gerade bevor ich meine Adresse auch rausgebe, um ein Gefühl zu bekommen, mit wer kommt denn da zu mir zu Besuch? Und da frage ich ja nicht nach, wie die Gesinnung vorher ist.
Das merkt man dann schon. Also bei mir war jetzt noch niemand, aber ich hatte einen persönlichen, einen telefonischen Kontakt. Mich hat jemand angeschrieben und das war ein bisschen komisch, dieses Anschreiben. Ich habe die Person dann angerufen und dann kam eben genau raus, der meinte, unser Café würde schlecht gemacht werden, würde so in die kritischen Richtungen gehen und ob ich das gut finden würde. Und da kam es dann im Gespräch raus, dass eigentlich unser Café schon in der richtigen Richtung ist, bloß er von der anderen Seite ist eben und eigentlich Mainstream unterwegs ist. Und ich habe mich dann lang mit ihm unterhalten, es war sehr nett und habe ihn dann auch eingeladen. Er wohnt nicht weit weg von mir. Ich habe gesagt, das soll doch einfach mal auf den Kaffee kommen. Ich finde das in Ordnung. Wir sind offen. Leider kam er bisher noch nicht. Ja, vielleicht passiert das ja noch. Es ist ja aber schön, dass sich dann solche auch Kommunikation ergibt. Ja. Dieser Telegram-Kanal wendet sich an Menschen in Deutschland oder ist es auch in Österreich und der Schweiz? Ja, wir haben es als allererstes kam es noch in Österreich. Da sind wir auch gut unterwegs. Schweiz und Frankreich gibt es auch. Das ist eine andere Mentalität. Die finden das gut, aber noch sehr wenige. Da ist noch langsam viel im Aufbau. Also die Nachfrage, die wir in Deutschland haben, haben wir in den anderen Ländern nicht. Aber wir haben auch Nachfragen von anderen Ländern. Also ich habe immer wieder Nachfragen, können wir das auch in dem Land machen oder in dem Land machen? Und wir machen das natürlich, das ist gar kein Problem für uns. Was wir dann nur machen, wir suchen uns jemanden, der sich mit der Landessprache auskennt, auch mit den örtlichen Gegebenheiten. Und die Person betreut es dann. Also wir sind vier Kanalbetreuerinnen momentan und eine für die Chatgruppe. Und ein Mann unterstützt uns, der macht die Karte. Okay, super. Also das ist eine ganz tolle Initiative und ich hätte wirklich Lust, einmal durch Deutschland oder Österreich und die Schweiz zu wandern und dann an jedem Tag in einem anderen Café zu sein und sich mit anderen Menschen zu treffen. Also vielen, vielen Dank für diese Initiative und dass das möglich ist. Sagst du uns nochmal, wo man euch findet und das ist dann auch alles verlinkt in der Videobeschreibung. Also einfach ist es, wenn man im Telegram eingibt, Café, französisch geschrieben, und dann also Café to sit. Und da kommen dann auch schon die verschiedenen Kanäle. Kann sein, dass also gepflegt sind momentan die Kanäle Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich. Es gibt nur ein paar mehr, die sind aber noch leer, weil wir einfach mal drauf warten, wie die Resonanz ist. Das sind ein bisschen Anfragen, aber das dauert einfach noch, bis da wirklich schon was anläuft. Ja. Okay, vielleicht ja auch mit diesem Video noch ein bisschen mehr Resonanz, würde mich auf jeden Fall freuen. Und Alexandra, ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke recht herzlich und wir freuen uns auch, wenn noch ein paar mehr dazu kommen, dass wir die Lücken schließen können. Ja, genau. Du sollst der Kaiser.